Das hier ist der Dreamy M12, ein Wischsauger, den ihr ratzfatz auch zu einem Handstaubsauger umfunktionieren könnt. Der wurde mir von Jimmy für dieses Video zur Verfügung gestellt, deshalb vielen Dank dafür. Wir schauen uns das Gerät hier gleich im Detail an. Wie gut kann er reinigen? Alle Dinge, die auch in der Handhabung wichtig sind. Jetzt legen wir los. Den Dreamy H12 und den Dreamy H12 Pro habe ich gerade erst getestet. Jetzt kommt auch der Dreamy M12. Wenn euch alle technischen Daten zu diesen Wischsaugern interessieren, dann schaut bei uns im Wischsaugerfinder, den verlinke ich euch hier ganz oben. Und dann könnt ihr da schauen, was für technische Daten diese Geräte haben. Ihr könnt sie auch miteinander vergleichen, um herauszufinden, was sind denn die Unterschiede zwischen den verschiedenen Geräten. Könnt mit Filtern ganz persönlich da eure Bedürfnisse an einen Wischsauger einpflegen und findet da das richtige Modell für euch. So, dann fangen wir an. Wir gehen einmal das Zubehör durch. Wie gesagt, H12 Pro und H12 habe ich gerade erst schon getestet. Die Videos verlinke ich euch hier oben, vor allen Dingen erstmal zum H12 Pro, weil das ist so das, ja, neueste und wahrscheinlich auch erstmal das beste Modell mit den meisten Features. Gehen wir hier mal das Zubehör durch, fangen mit der Basisstation an. In der Basisstation wird dieser Wischsauger hier geladen. Er hat hier keine Bürstentrocknung drin und auch nicht irgendwelche anderen Features. Die sind dem H12 Pro vorbehalten. Trotzdem hat er das gleiche Zubehör. Er hat eine Bürste zum Reinigen des Schmutzkanals, er hat einen Ersatzfilter, eine Ersatzrolle, alles könnt ihr hier praktisch unterbringen. Ja, wie gesagt, geladen wird er hier drin und auch die Selbstreinigungsfunktion wird hier durchgeführt. Dann einmal das Gerät selber vorgestellt. Er sieht generell ja so ähnlich aus wie die anderen, sie sind alle recht ähnlich. Auf der IFA wurden auch die ganzen neuen Modelle vorgestellt, unter anderem halt hier auch der M12. Aufbautechnisch ist es auch hier wieder so, dass ihr hier hinten einen Frischwassertank habt mit 950 Milliliter Fassungsvermögen. Hier habt ihr einen Schmutzwassertank, das ist immer sehr praktisch. Alles, was da drin landet, kann sehr einfach und schnell ins Klo gekippt werden oder in den Ausguss, je nachdem, wie ihr das wollt. Hier unten an der Bürste setzt der M12 auf eine verbesserte Kantenreinigung an der rechten Seite, auf der linken nicht. Das ist dann wieder ein Feature vom H12 Pro. Der hat auf beiden Seiten die verbesserte Kantenreinigung. Hier ist es nur auf einer Seite. Wenn man will, kann man hier die Bürste so auslösen und entnehmen. Kann sie durch eine, durch einen Ersatz austauschen und die andere dann halt hier eben trocknen lassen. Eine Bürstentrocknungsfunktion gibt es leider nicht. Auch das nur beim H12 Pro. So. Dann gibt es hier oben wieder ein schönes Display, was die ganzen Funktionen anzeigt, die eingestellten Modi. Es gibt hier den Automatikmodus und auch den Wasserabsorptionsmodus. Also wenn ihr zu viel Wasser rumgepitchert habt im Badezimmer, dann könnt ihr das damit aufnehmen. Es gibt noch andere Modi, die dann aber nur in der Funktion als Handstaubsauger. Hier oben die normalen Funktionen, die Selbstreinigungsfunktion durchführen und hier die Modi einstellen und die Power-Taste. Was jetzt hier besonders ist, es gibt hier eine Taste zum Auslösen. So, dann habt ihr quasi den Motor in der Hand. Der erste Wischsauger, der sowas konnte, war der Tineco Flow One S5 Combo. Der hatte dann auch so eine Funktion. Jetzt hat Dreamy auch so ein Modell. Das heißt, ihr seht es hier, in dieser Aufbewahrungsstation ist halt immer ein Staubtank. Den setzt man hier hinten an und dann hat man vorne drauf noch einen Aufsatz. Das ist einmal ja, eine Art Fugendüse, so eine 2-in-1 Bürste, Fugendüse und vorne etwas ja, so für Möbel oder Tastaturen, etwas für empfindlichere. Generell habe ich schon herausgefunden, ist ganz cool, dass man hier auch die Aufsätze von anderen Dreamy Akkustaubsaugern nutzen kann. Das heißt, wenn ihr schon einen Dreamy Akkusauger zu Hause habt, dann könnt ihr hier sogar das Rohr oder generell auch Aufsätze hierfür mitverwenden. Habt dann also noch mehr Möglichkeiten. Und ansonsten habt ihr halt hier so einen kleinen Handstaubsauger, kann man hier auch wieder starten. Hat zwei Stufen. Display auf der Rückseite und so kann man das Ganze wieder entnehmen und dann packt man das Ganze hier rein und dann ist es wieder ein Wischsauger. Qualitativ alles ordentlich, richtig hochwertig, wie von Dreamy gewohnt und soweit erstmal zum ersten Eindruck und dann schauen wir uns jetzt auch die Reinigungsleistung an. Bevor es mit der Reinigungsleistung losgeht, würde ich mich tierisch darüber freuen, wenn ihr kurz ein Like für dieses Video da lasst und auch den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr keine anderen Videos zu Wischsaugern, Tests, Vergleiche und mit Smart Home Geräten genauso. Also lasst gerne kurz ein Abo da. Fangen wir mit der Wischleistung an. Wie gesagt, die ist standardisiert. Ich sage es in jedem Video. Hier auch nochmal, wir müssen immer durch verschiedene Szenarien durch. Das Ganze fließt dann in eine Wertung in unserem Wischsaugerfinder ein. Den verlinke ich euch hier oben. Und da könnt ihr dann schauen, wie so ein Gerät abgeschnitten hat. Über den M12 sprechen wir jetzt natürlich als allererstes oder im Detail.
Das erste Szenario, was geschafft werden muss, ist flüssiger Ketchup. Da wird einfach gezählt, wie viele Überfahrten gebraucht werden, um alles zu entfernen. Das wird in allen Tests gewertet. Da hat er gar keine Probleme gehabt, flüssige Verschmutzung aufzunehmen, wie auch die anderen Modelle vom H12, H12 Pro und der M12. Die haben da wirklich alle wirklich sehr gut abgeschnitten. Danach kommt dann eine Haferflocken-Milchmischung. Die ist dann schon ein bisschen schwieriger für viele Geräte, weil sie halt sehr klumpig und matschig ist. Aber auch hier hat er alles sehr schnell nach nur 2 Überfahrten aufgenommen, also auch wirklich gut für solche Verschmutzung geeignet. Dann kommt festgetrocknete Verschmutzung. Das ist immer so ein bisschen schwieriger. Kaffee als erstes, da hat er gar kein Problem mit. Wird sehr schnell überall aufgenommen, aber Kaffee ist jetzt auch nicht wirklich so schwer vom Boden zu entfernen. Festgetrockneter Ketchup dennoch schon, denn das ist wirklich sehr festgetrocknet, denn ich föhne das immer 3 Minuten fest und dann muss er halt auch zeigen, wie gut er das schafft. Hier werden auch wenige Überfahrten nur gebraucht, bis alles restlos entfernt ist. Also insgesamt ein wirklich schönes Wischbild, eine gute Reinigungsleistung beim Dreamy M12. Dann habe ich mir natürlich auch nochmal die anderen Dinge angeschaut, die ich mir bei anderen Wischsaugern auch immer anschaue. Das allererste ist dann immer die Flexibilität und ja, da hat er das gleiche Problem wie fast alle anderen Wischsauger, die es so gibt auf dem Markt, bis auf wenige. Ja, ihr seht, er hebt hier ab, das heißt, so unter richtig flachen Möbeln kommt man nicht drunter. Da muss man dann halt, wenn einem das wichtig ist, ein anderes Gerät nehmen. Flexibilität also wie bei vielen anderen Geräten auch nicht besonders gut. Die Akkulaufzeit, die messe ich ja immer auf der höchsten Stufe mit vollgeladenem Akku. Auch der M12 schafft hier einen Wert von deutlich über einer halben Stunde. Da nehme ich aber immer einen kleinen Punkt, einen halben Punkt Abzug bei uns in der Wertung im Wischsaugerfinder, denn alle anderen Wischsauger müssen auf höchster Stufe diesen Test durchführen und er kann das halt nicht, weil er nur einen Automatikmodus hat. Ja, und da kann er dann natürlich Akku sparen und kommt damit dann halt einfach länger hin. Aber ihr könnt mit diesem Gerät auch in der Automatikstufe richtig ordentlich lang reinigen. Dann schaue ich mir auch die Kantenreinigung an, aber die hat ja, habe ich ja schon gesagt, Dreamy auch beim M12 zumindest auf einer Seite verbessert. H12 Pro hat es auf beiden Seiten, aber hier, da bleiben nur so, naja, so ein halber Zentimeter bleibt dann immer noch über, den man nicht ganz bis an die Kante ranreinigen kann. Aber das ist auch schon deutlich besser als bei vielen anderen Geräten. Ihr habt einen schönen großen Frischwassertank, das gefällt mir. Das Display zeigt viele schöne Informationen an und der Schmutzwassertank ist natürlich super praktisch in der Handhabung und viel besser, als wenn man mit so einem Wischmopp und so einem Eimer immer hin und her rennt. Ja, sein Kernfeature beim M12 ist ja nun mal eben die modulare Bauweise, dass ihr hier auch gleich einen Akkustaubsauger, einen Handstaubsauger integriert habt mit einem Aufsatz. Ja, da ist natürlich nur einer dabei, aber ich habe ja schon gesagt, da passen auch andere Dreamy-Aufsätze drauf. Wenn ihr also schon Dreamy-Akkustaubsauger habt, dann könnt ihr die auch dafür verwenden. Und dann habt ihr theoretisch auch die Möglichkeit, den zu einem richtigen Akkustaubsauger umzufunktionieren. Vom Floor One S5 Combo von Tineco war das so, dass es später noch so ein Kit dazu gab. Dann hatte man einen richtigen Akkustaubsaugeraufsatz, also so richtig mit so einem langen Rohr mit dabei. Ob das hier bei Dreamy noch mit dazu kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass das auch noch kommt. Ja, er kostet in der UVP, ich glaube 530 Euro, ist natürlich hier unten verlinkt, immer in der Videobeschreibung. So Realpreis im Markt, auch jetzt heute, wo ich geguckt habe, war so knapp unter 500 Euro. Schaut da gerne bei uns in den Wischsaugerfinder rein, wo er sich da einreiht, mit welchen Geräten er sich da messen muss und auch seine ganzen Testergebnisse und Details, die findet er da. Also insgesamt hat er wirklich, wie die anderen Dreamy-Modelle auch, gerade in der Wischleistung, da punktet er sehr. Er ist wirklich sehr schön von der Qualität, gefällt mir alles sehr gut, schönes Display. Also insgesamt wirklich ein schönes Gerät, was mir wirklich gut gefallen hat. Wenn ihr dazu noch Fragen haben solltet, dann gerne in die Kommentare. Damit kommt aber auch gerne in unsere Akkusauger-Facebook-Gruppe mit über 6000 Nutzern. Da wird auch über Wischsauger gesprochen. Wenn ihr jetzt noch ein weiteres Video schauen wollt, findet ihr das direkt hier. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und da geht's direkt zum Wischsaugerfinder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.